So, ihr liebe Leid, in der dritten Rückblende präsentiere ich euch die Büttenredner aus der ersten KVR-Prunksitzung. Doch zuerst stand die Begrüßung an. Jürgen, du hast das Wort. Zu unserer ersten Prunksitzung im Jubiläumsjahr 66 Jahre Ramstadt-Haslach. Aber besonders begrüßen wollte ich noch unsere Gäste aus Miesenbach mit ihrer Prinzessin Janine und aus Landstuhl mit der Prinzessin Jasmin. Dann ging es auch schon los mit Kevin Götzl aus Langstuhl. So kam es an, am Ballermann. So kam es an. Für Sauberkeit wurde übrigens auch gesorgt. Ach Gott, bring schon mal Wasser, ich wollte was trinken und mich nicht wäsche. Kommt das mal im Fernsehen, oder? Ja, aber sicher doch, verehrte Frau. Hübsch war auch das Prinzenpaar mit, naja, sie stellen sich am besten mal selbst vor. Ah, Mensch, am Start, bitte. Ich hab jetzt deine Handblute, bitte. Komm, das Ding, bitte. So, jetzt aber. Wir sind die Abordnung vom Frunzwillerer Fasenachtsverein. Der Frunzwillerer Fasenachtsverein. Rosa, blau, grüßt halt oben. Jede Sau. Hey, Mann und Frau. Samuel, was hast du denn schon alles gesoffen? Blond und ganz in Rosa. Apollonia die Erste von der Ponderosa. 66 Jahre Bruchkatz. Da war wohl auch ein Ringelschwanz für die Prinzessin und den Präsident dabei. Na also, Kuss muss schon sein. Und verdursten musste wohl an diesem Abend wohl auch keiner. Wutze! Wutze! Es folgte auf die Bühne unser Bruchkatzenhofner. Miss Flandern, man respektierte all die anderen, weil man auf Partnerschaft bedacht, hat Frieden und Freiheit uns gebracht. Befreit uns endlich ohne Schwindel von den gewaltbereiten Zindel. Für jene kommt Hochzug und Zack, vielleicht der Knüppel aus dem Sack. Und jagt sie über Berg und Tal, sonst heißt es glatt. Jawohl! In solch einer Jubiläumskampagne, 11x6 Jahre Karnevalsverein Bruchkatz, durften die Ehrungen der Schwarze Katze natürlich nicht fehlen. So, das waren die schönsten Momente der ersten KVR-Prunksitzung. Wenn ihr noch mehr erleben wollt, dann... Halt! So, nicht weiter! Ich weiß jetzt Bescheid! Ja, genau. Einfach bei Ramstadt TV nachschauen, liken und nichts verpassen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sitzung. Hallo!